ja, ein gesundes neues Jahr. Ich glaube, das haben wir jetzt momentan sehr, sehr häufig zu hören bekommen. Aber was bedeutet eigentlich gesund? Wir alle haben uns vielleicht auch vorgenommen, uns gesünder zu ernähren, viel Sport zu machen, soll ja auch gesund sein für den Körper, viel an der frischen Luft spazieren gehen, auch das ist gesund. Aber wie sieht es mit der Luftqualität aus? Gar nicht gut. Das muss ich gleich leider zu Anfang sagen. Und die Rede ist jetzt nicht, wenn Sie irgendwo in einer großen Stadt wohnen, dass draußen die Luft verschmutzt ist durch die Industrie und durch die Abgase der Autos. Nein, die Luftqualität in unseren eigenen vier Wänden ist viel zu schlecht. Nicht nur zu Hause, auch im Büro, egal wo wir sind. Und das liegt natürlich nicht nur an der Heizungsluft oder dass wir vielleicht zu wenig lüften. Es kann viele Faktoren haben, zum Beispiel die Teppiche, Ledermöbel, Holz, was ausdünstet, Farbe, Lacke, all das. Und das macht uns auf Dauer krank. Tja, das klingt gar nicht gut, aber jetzt kommen wir mal wieder zu den guten Nachrichten. Wir müssen das nicht so hinnehmen, denn wir können erstmal überprüfen, wie sieht die Luftqualität bei uns aus und vor allem ganz wichtig, was können wir dagegen machen? Und das hat uns Ralf heute mitgebracht. Richtig, und dann schauen wir erstmal auf die Luftqualität. Wie sieht die bei uns aus? Es gibt in Fachkreisen übrigens ein Fachwort, nenne ich es einmal, dann können Sie es gleich wieder vergessen, das ist Indoor Pollution. Das heißt, die Verschmutzung indoor, ja? Also merken Sie sich einfach als Luftverschmutzung innen, weil die immer höher konzentriert ist als außen, wenn man nicht gerade neben einem Kraftwerk wohnt. Ja? Und jetzt ist es aber, wie sieht es bei mir zu Hause aus? Wie kann ich das feststellen? So geht das nicht, so können wir vielleicht den Wind mal messen. Aber wir haben hier Messgeräte, die das machen. Und so kommt es zu Ihnen, ist akkubetrieben, das heißt immer wieder aufladbar, also keine Folgekosten. Und liest hier jetzt nach Einstellung, ich zeige Ihnen auch gleich, wie das geht, das ist denkbar einfach. Hier die wichtigsten Werte: Formaldehyd, Feinstaub und flüchtige organische Stoffe. Und ich muss jetzt nicht unbedingt diese Grenzwerte alle kennen und sagen, oh, das darf so viel, das darf so viel. Nein, das macht automatisch das Gerät. Denn wenn Grenzwerte überschritten werden, im einfachen Format, dann blinkt das Gerät. Wenn es extrem und gesundheitsgefährdend überschritten wird, dann macht es auch Krach, das heißt ein Warnton. Und dann kann man mal schauen, woran liegt es. Jetzt gerade Formaldehyd. Da denkt man, oh, da kommen wir doch gar nicht mehr damit in Berührung, doch, du hast es gerade gesagt, in neuen Möbeln, Kunstleder oder in der Wandfarbe oder Holz, das behandelt wurde, all da geht's raus. Hier sehen wir schon mal die Tabelle, was die guten Werte sind. Gut, schlecht, sehr schlecht. Bei sehr schlecht muss man sofort reagieren, aber vor der Behandlung, das ist ja auch beim Arzt so, steht die Diagnose. Ja, mhm. Und die Diagnose stellst du eben mit diesem Feinstaubmessgerät, also mit diesem Luftmessgerät, können wir schon sagen, weil es ja viel, viel mehr macht. Formaldehyd, Feinstaub und dann auch die flüchtigen organischen Stoffe. Und das gibt mir die Sicherheit. Entweder, ja, ich muss was tun oder es ist alles in Ordnung. Das ist schon mal schön, wenn ich das habe. Und vor allem, ich kann Raum für Raum bei mir messen. Auch mal die Kellerräume, vielleicht nach Schimmelsporen oder Ähnlichem. Ja. Oder auch mal den Speicher. Ja, Räume, die ich nicht so oft benutze, sind auch wichtig, weil da irgendwann bin ich auch dort. Und wenn da schlechte Luft ist, atme ich ja die Poren ein oder die Schadstoffe. Und wir atmen, das ist jetzt eine Zahl, die ist eigentlich unvorstellbar. Wir atmen, jeder Mensch atmet am Tag 20.000 Mal ein und aus. Mhm. Und jedes Mal kommt die volle Portion Luft rein, wird gefiltert von der Lunge und das macht langfristig krank, wenn da Schadstoffe drin sind. Jetzt kommen wir zu dem Messgerät. Sie sehen, eins habe ich schon eingeschaltet, das haben Sie gerade gesehen mit seinen Werten. Und jetzt schalten wir gemeinsam mal das zweite ein, um Ihnen zu zeigen, wie einfach hier die Bedienung ist. Einschalten und dann sehen wir oben im oberen Display läuft ein Countdown. Und zwar 3 Minuten, also 180 Sekunden. Ja, das ist einfach, um den Luftdurchfluss hier, um ein reguläres Messergebnis zu machen. Beim ersten Mal anwenden, gehen Sie nach diesen 3 Minuten einfach an die frische Luft und kalibrieren das Gerät. Das macht man dann durch einen 3-sekündigen Druck auf diese Kalibrierungstaste. Und dann geht man hier mit dem Gerät in den Raum, den man messen will. Ungefähr 5 Minuten stehen lassen und dann die Werte ablesen. Und dann hat man ein genaues Messergebnis. Und das kann wirklich ganz, ganz wichtig sein. Ich glaube, Sie kennen auch diese vielen Geschichten von Familien,
Familien, die krank wurden und wussten nicht warum, wo wirklich auch Krankheitserscheinungsbilder da waren, die man sich nicht erklären konnte. Das kam durch Formaldehyd, das kam durch Schimmelsporen oder durch andere flüchtige organische Stoffe. Und hier gerade Feinstaub ist für alle interessant. Hier können wir das auch nochmal unterteilen. Also das ist unglaublich aufschlussreich, so ein Gerät zu Hause zu haben. Und dann kann man auch mal nicht nur so vom Hören sagen, oh, Feinstaub ist zu hoch oder Formaldehyd oder flüchtige organische Stoffe, sondern man schafft Fakten für sich selber und weiß dann, wie man unter Umständen reagieren muss. Eben, das ist ja jetzt nicht nur, wenn Sie in einer Großstadt wohnen, dass Sie mit Schadstoffen belastet sind, auch in Ihren eigenen vier Wänden. Das heißt, selbst wenn Sie irgendwo ländlicher wohnen oder in Nähe eines Waldes, in der Wohnung wird Ihr Körper trotzdem mit Schadstoffen belastet. Nämlich bis zu 90% aller Schadstoffe im Körper, die sind durch die Luft, die wir einatmen, in unseren Körper gelangt. Und das fängt immer an, zum Beispiel mit Müdigkeit, mit Kopfschmerzen, mit Befindlichkeitsstörungen oder wenn Sie morgens schon aufwachen, das kennt jeder, dass man sagt, wie hast du heute geschlafen? Und dann sagt man, oh, nicht so gut, ich fühle mich wie gerädert. Das kennt doch jeder. Und das kann auch ein erstes Alarmzeichen sein. Wir wollen Ihnen keine Angst machen. Wichtig ist, dass wir einfach mal messen, dass uns da jemand an die Hand nimmt, der uns sagt, okay, es gibt überhaupt so ein Messgerät für uns privat. Und dann später natürlich, wie wir diese Schadstoffe aus unserer Raumluft beseitigen. Das zeigen wir Ihnen auch. Das ist so einfach. Und da wusste man vielleicht vorher gar nicht, dass das geht. Aber wir machen es möglich. Mhm. Heute mit unserem Messgerät und das jetzt für 56 Euro, was Sie in Ihre Gesundheit investieren. Ja, 56,95 Euro, die ganz, ganz sicher gut investiert sind. Schauen Sie mal, was bei Ihnen zu Hause Sache ist. Mit so einem einfachen Messgerät ist das möglich. Die Bestellnummer hierfür ist die NX1442 und die 569 für unser 5-in-1 Akku-Feinstaub-Messgerät. Können Sie auch überall woanders mitnehmen. Es ist akkubetrieben, also wenn Sie vielleicht irgendwo eine kleine Ferienwohnung haben oder vielleicht noch ein zweites Häuschen, wo Sie sich häufiger aufhalten oder im Büro, wo vielleicht auch viele Drucker und Kopierer sind, da entsteht ja auch dieser Staub. Da kann man das auch mal nachmessen. Und wenn Sie dann festgestellt haben, oh, im Büro, ja, wie sieht es denn da mit meiner Luft aus, ist ja gar nicht gut, dann nehmen Sie das ab sofort einfach mal mit. Richtig, das ist unser absoluter Bestseller, ein Einführung, sage ich jetzt mal so, weil wir noch zwei andere haben, Luftreiniger, der genau das macht, was Sie möchten, saubere Luft. Und wenn Sie ein bisschen Wert auf Sauberkeit legen, dann saugen Sie ja regelmäßig, schauen, dass kein Staub auf den Regalen ist, ja, und man putzt den Boden. Aber die Luft, die können wir, egal mit welchem Mittel, nicht reinigen. Und dafür gibt es diese Luftreiniger. Und dieser Luftreiniger ist unglaublich leise. Wir haben hier zwei Stufen, also wenn es mal stärker verschmutzt ist mit Staub oder auch mit Gerüchen, dann stelle ich auf die Power oder auf die normale. Sie sehen hier einfach einen Drehregler und ich drehe ihn jetzt mal auf Power, auf volle Pulle. Ja, das sehen Sie auch an diesen kleinen LEDs, rot. Und was jetzt hier gleich zu hören ist, beziehungsweise nicht zu hören ist, der ist so gut wie geräuschlos. Mhm. Ein ganz, ganz leises, wenn man direkt mit dem Ohr dran geht, dann macht er das. So, und der reinigt jetzt auf zweierlei Arten. Einmal haben wir einen elektrostatischen Filter, einen Permanentfilter, den ich also dauerhaft verwenden kann, für genau diese Sachen, die man sieht, die daraus gefiltert werden. Übrigens bis zu einer Raumgröße von 100 Quadratmetern. Und zum Zweiten einen Ionisator. Und der Ionisator, der greift jetzt auch Pollen in der Luft an, Viren, Bakterien, Gerüche werden neutralisiert und das ganz, ganz ohne, dass Sie irgendwas machen, dass Sie schrubben, dass Sie irgendwie wienern müssen. Nein, das macht dieses Gerät ganz alleine und dann merkt man auch nach einer gewissen Zeit und du merkst es jetzt sicher auch schon, wenn man mal tief einatmet, man steht praktisch, also man fühlt sich wie so nach einem Gewitterregen. Das Gewitterregen stimmt, ist da eigentlich der ähnliche Effekt, aber da macht es nicht keine Ionen, sondern die Wassertropfen bringen praktisch sämtliche Schadstoffe aus der Luft raus. Mhm. Und deshalb haben wir nach dem Regen eigentlich immer die beste Luft. Ja? Und das ist jetzt für Ihre Wohnung hiermit das Beste. Es gibt auch Menschen, die haben damit schon mal die Autos wieder neutralisiert, wenn ein Auto mal ein bisschen riecht, weil der Hund mitgefahren ist oder sonst was, über Nacht in die Garage stellen und dann rein in die, ins Auto. Das machen übrigens auch Gebrauchtwagenaufbereiter, die arbeiten mit solchen Sachen. Aber hier sehen wir ein ganz typisches Beispiel.
Beispiel, man hat mal richtig toll gekocht, vielleicht mit Bärlauch, mit Knoblauch, mit Zwiebeln, mit allem, was gut schmeckt, aber auch eben eine Weile riecht, ja, oder mal in Fritteuse laufen lassen, dann stellt man danach einfach den Luftreiniger an und in 0, nichts sind diese Gerüche neutralisiert, und zwar auf die einfachste Art und Weise. Er sieht auch gut aus, finde ich, sieht aus wie so ein kleiner Designlautsprecher, ja. Also ist problemlos überall hinzustellen, der integriert sich auf einem Schränkchen in der Küche, wo immer Sie das einsetzen möchten. Oder auch, das ist auch noch so ein Punkt, jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, ich glaube, da entschließt sich der ein oder andere mal zum Rauchen nicht auf den Balkon zu gehen, sondern das in der Wohnung zu machen. Ja, und dann mache ich einfach hinterher den Ionisator an und der reinigt auch die Zigarettenrauch oder Zigarrenrauch, der beseitigt den, und zwar ohne ihn jetzt irgendwie zu überdecken. Das machst du ja mit Duftsprays. Ja. Ja. Dann machst du praktisch einen stärkeren Duft über einen schwächeren Gestank. Aber hier neutralisierst du diese Störfaktoren. Also ob es Zigarettenrauch ist oder ob es der Knoblauchduft oder Fritteusenduft ist, das ist ganz egal. Oder vielleicht mal der Hund oder die Katze, die nass sind, die auch ein bisschen riechen. Das wird damit 1:1 neutralisiert. Also ich finde, das sollte jeder haben. Schauen Sie, für 18,95 €. Prinzipiell allein, weil das schon ein verdammt günstiger Preis ist. Denn Sie wissen vielleicht, solche Luftreiniger sind momentan super teuer. Und dadurch, dass der ja auch so klein ist, ich hatte ja Büro angesprochen, also den können Sie auch mit zur Arbeit nehmen. Bei dem Preis von 18,95 € nicht erst mitnehmen, am besten gleich überall dort aufstellen, wo Richtig. Sie den brauchen, wo Sie sich viel aufhalten, ganz wichtig. Vielleicht auch Schlafzimmer, Kinderzimmer. Ja, auch da muss natürlich die Luftqualität gegeben sein. Und Sie haben ja keine Folgekosten. Das ist ja ein Permanentfilter. Wenn er ein bisschen voll ist, können Sie den unter klarem Wasser abspülen. Es hat nur Vorteile. Und dieser Ionisator, der macht eigentlich das, was die Natur draußen macht. Ja? Der Ionisator reichert Ihre Raumluft mit ganz wertvollen Anionen an. Man kennt das ja, wenn man spazieren war, man fühlt sich wieder wie neu geboren, man fühlt sich wieder frisch. Und so kann man sich das hier vorstellen. Also die verunreinigte Luft in Ihre Wohnung, die wird hinten einfach reingezogen und kommt vorne gereinigt wieder heraus. Und das ist eben das Tolle. Und das jetzt für 18,95 €, das soll uns so schnell mal einer nachmachen. Denn wir kommen auch hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 50 €. Ja, richtig. Und mit 18,95 € ist es also sehr, sehr günstig. Und jetzt im Winter natürlich wichtig, ganz, ganz klar, weil man ja weniger lüftet. Aber auch im Frühling oder im Sommer, wenn man da mal die Fenster aufreißt, dann geht es nicht gegen Gerüche, sondern dann arbeitet dieses Gerät zum Beispiel auch gegen Pollen. Wenn man da Pollenallergiker ist, dann weiß man das sehr, sehr zu schätzen. Und hier sehen wir, was passiert. Die Luft bzw. der Rauch wird gereinigt, sobald ich den Reiniger anmache. Und da sehen wir nochmal den elektrostatischen Permanentfilter. Das ist auch ganz interessant. Den ab und zu mal, also alle 1-2 Wochen, je nach Verschmutzung, unter warmem Wasser abwaschen und dann wieder einsetzen. Und dann hat man sehr, sehr lange viel Freude an diesem Luftreiniger. Wow, schauen Sie mal, so viele Anwendungsbeispiele. Das heißt, fürs ganze Jahr, wir haben ja das ganze Jahr über Viren, Bakterien, Milben, aber im Frühjahr dann auch die Pollen. Also das brauchen Sie das ganze Jahr. Der hat sich wirklich so schnell amortisiert. 18,95 €, das ist ein super Preis. Der ist wirklich beliebt bei uns. Das ist der Bestseller. Also wenn Sie hier zugreifen, machen Sie einfach alles richtig. Und was haben wir jetzt, oder was stellen wir jetzt natürlich auch häufig fest? Alles ist trocken. Na klar, wir heizen ja auch super viel. Die Haut ist trocken, die Nasenschleimhäute ist trocken, sind trocken. Wir sind häufig erkältet, Haare, alles tränt, die Augen vielleicht auch. Und was brauchen wir? Luftfeuchtigkeit, ganz einfach. Und die gibt es hier bei Ihnen demnächst in der Wohnung. Ja, und zwar mit Zusatzfunktionen. Das hier, jetzt haben wir 2 Luftbefeuchter, die ich Ihnen nacheinander vorstellen wollen, mit kleinen Unterschieden. Bei dem ersten beginnen wir also mit der Luftfeuchtigkeit. Ich kann hier ganz einfach durch einen Ultraschallvernebler die Luftfeuchtigkeit wieder in ein angenehmes Maß in der Wohnung schaffen. Weil Heizungsluft ist trockene Luft, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Das weiß jeder. Wie mache ich das? Ich schalte ihn einfach ein. Sie sehen hier, kurzen Moment, von hinten ist es immer ein bisschen schwieriger. Ich gehe mal ganz kurz nach vorne und drücke drauf, weil von hinten treffe ich nicht. Wir können das übrigens auch mit der Fernbedienung machen. So, eingeschaltet. Und jetzt beginnt der Nebel.
Ja? Und zwar Ultraschall, du kannst hier drüber, das ist nicht feucht so. Aber hier wird durch diese ganz, ganz kleine Zerstäubung, wird eben die Luftfeuchtigkeit wieder auf ein angenehmes Maß in Ihrem Raum aufgedreht. Wir haben hier auch zwei Düsen, wir können das verstellen, wohin wir es wollen. Wir haben auch zwei Einstellungsstufen. Ich habe jetzt mal die stärkste, dass wir es auch deutlich sehen. Kann man aber auch runter machen. Und damit wird die Luftfeuchtigkeit natürlich auf ein angemessenes Niveau wieder hochgehalten. Wenn Sie sich jetzt fragen, was ist so angemessen? So um die 50% Luftfeuchtigkeit wäre Optimum. Ich habe bei mir in der Wohnung genau so ein Gerät stehen, weil ich hatte 32% Luftfeuchtigkeit. Oh. Das merke ich unglaublich an den Lippen. Aber ich sage dir jetzt den Hauptgrund. Ich habe, bevor wir noch zu den anderen Optionen kommen, ich habe 50 oder 60 Jahre altes Parkett bei mir im Wohnzimmer. Mhm. Und das hat sich jetzt zusammengezogen. Also Holz arbeitet auch nach 50, 60 Jahren noch durch die fehlende Luftfeuchtigkeit. Und jetzt hatte ich teilweise Risse im Parkett von bis zu einem halben Zentimeter. Und ich habe mir so einen Luftbefeuchter ins Wohnzimmer gestellt. Und jetzt ist das Parkett, hat die Luftfeuchtigkeit wieder aufgenommen. Heißt, die Fugen sind wieder geschlossen. Ich habe wieder einen tollen Boden. Also Luftfeuchtigkeit für alles wichtig, für den Holzboden wichtig, für Sie wichtig, für die Pflanzen, für die Haustiere. Aber dieses Gerät macht natürlich noch viel, viel mehr. Es hat ein dreifach Reinigungssystem drin. Einmal sehen wir vorne den zuschaltbaren Ionisator, also auch hier wieder Neutralisierung von Schadstoffen durch die Anionen. Aber wir haben hier auch einen HEPA-Filter mit drin und einen Aktivkohlefilter. Mhm. Also du siehst drei Filterverfahren, die jetzt die Luft, die hier durchgeflossen ist oder die durchfließt, reinigt. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch gerade wenn man Kinder im Haushalt hat, weil warum sage ich jetzt Kinder, auch bei allen anderen ist es wichtig, aber Kinder bringen oftmals Erkältungen oder andere Krankheiten mit aus dem Kindergarten oder aus der Schule. Und dann gibt es auch bei Ihnen, haben Sie das sicher schon mal erlebt, diesen Schneeballsystem. Das eine Kind ist krank, dann das nächste, dann die Mutti, dann der Papa. Ja, und dann geht das eigentlich immer im Kreislauf, weil man ja die Viren und Bakterien nicht rausgefiltert bekommt. Da ist sowas natürlich auch hervorragend geeignet. Es ist ein Designprodukt, das sehen wir hier auch. Er ist wunderschön gemacht und wir sehen das hier. Also man erschrickt im ersten Moment, was hier an Nebel rauskommt. Aber Sie sehen, ich halte die Hand drüber, die wird nicht mal feucht. Das ist ultraschallvernebeltes Wasser. Übrigens ein 5-Liter-Tank, der hält also super lang. Das füllt man vielleicht einmal in der Woche nach. Ja, und selbst wenn der Tank mal leer geht, haben wir einen Autostopp, dann hört das Gerät auf und gibt Ihnen den Hinweis, füllen Sie bitte Wasser nach. Ja, also ich finde das klasse, dass es sowas gibt. Und mir hilft es unglaublich, ja, auch bei meinen Lippen, die sind nicht mehr so trocken, meine Pflanzen, die blühen wieder richtig auf, obwohl ich sie gar nicht so oft gieße. Das will ich dazu sagen. Die sind bei mir ein bisschen vernachlässigt, aber denen geht es wieder gut. Und mein Boden, mein Parkettboden, der ist auch wieder gut. Ja? Und das ist eben phänomenal. Für was man das natürlich auch super nutzen kann, gerade jetzt in der Erkältungszeit. Sie können ja in diesen Wassertank noch ein paar Tröpfchen ätherische Öle hinzufügen. Richtig. Sei es Lavendel, wenn Sie es im Schlafzimmer stehen haben, um besser einschlafen zu können. Oder wenn Sie erkältet sind, ein bisschen Eukalyptusöl. Oder dann, wenn die Mückenzeit wieder losgeht, ein bisschen Zitrone. Also es ist wirklich, es hat nur Vorteile. Und ich bin auch ganz stolz darauf, dass wir Ihnen das hier zeigen dürfen. Weil endlich gibt es auch für uns normale Menschen. Weil früher kannte ich sowas nur aus dem Hotelbereich, Spa-Bereich, Wellness-Tempel oder so Kururlaub, ne? Wo man auch diese frische, gereinigte Luft eingeatmet hat. Und endlich gibt es das auch für zu Hause. Ich muss nicht erst 10 Kilometer oder vielleicht auch 100 Kilometer in den nächsten Ort, Kurort fahren. Das ist ja super wichtig, dass ich das jeden Tag habe. Und das geht jetzt für 55 Euro. Ein super Preis. Und in vielerlei Hinsicht wichtig. Einmal ist die Luftfeuchtigkeit überall zu nieder, wo die Heizung läuft. Ganz, ganz klar. Das können Sie schauen. Vielleicht haben Sie auch einen Hygrometer zu Hause. Ja, wenn es da mal unter 40% geht, wird es richtig bedenklich. Dann brauchen Sie einfach einen Luftbefeuchter. Und zum anderen natürlich wegen der sauberen Luft. Wir hatten es vorhin davon. Du kannst sie nicht saugen, du kannst sie nicht schrubben. Ja. Aber hiermit effektiv auf dreifache Weise kannst du die reinigen, nämlich HEPA-Filter, Aktivkohlefilter und der zuschaltbare Ionisator und die sorgen dann für saubere Luft. Und da haben wir auch noch einen Artikel, den wir Ihnen gerne mal kurz zeigen möchten. Da sehen Sie es vom Spiegel Online, nämlich die Luftverschmutzung verkürzt 400.000 Leben. Ja, Luftverschmutzung ist noch immer die größte Gesundheitsgefahr in Europa, zeigt ein aktueller Report. Vor allem Feinstaub raubt Hunderttausenden Menschen die Lebenszeit. Ja, und das ist natürlich schwierig. Hier steht jetzt zwar als Forderung Autos raus aus den Städten, aber
Wir wissen, in der Praxis ist das eigentlich so gut wie nicht möglich. Wir sind ja froh, dass wir die Autos haben. Aber wir müssen das nicht so hinnehmen. Ja? Wir haben es in der Hand. Wir können es selbst entscheiden, was atmen wir für eine Luft ein. Und jetzt hast du uns ja auch noch ein Design-Highlight mitgebracht. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, also hier haben wir noch ein paar Unterschiede. Nämlich einmal haben wir hier natürlich auch wieder den Luftbefeuchter. Aber ich kann den in 6 Stufen einstellen. Also man muss da gar nicht schauen, wie viel eingestellt ist, sondern man sieht es an der Rauchentwicklung. Das ist kein Rauch, das ist ultraschallvernebeltes Wasser. Aber da kannst du 6 Stufen. Du hast eine Timer-Funktion, da sehen wir die Uhr. Ja, du kannst das also auch sagen, komm, lauf mal noch 1 oder 2 Stunden und dann gehst du aus. Und das ist also genau dasselbe Effekt. Hygrometer, das sehen wir im Display, dass die Luftfeuchtigkeit hier auch misst. Einmal soll, einmal ist. Ja, und dementsprechend, da kann man also einstellen, welche Luftfeuchtigkeit man möchte. Aber hier gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter, und zwar bei der Luftreinigung. Gerade eben hatten wir diesen Dreifach-Reinigungseffekt. Mhm. Hier haben wir einen Vierfach-Reinigungseffekt. Oh. Also auch wieder die 3 identischen Ionisator, Aktivkohlefilter und HEPA-Filter. Die sind schon sehr effektiv. Aber hier ist noch etwas ganz Besonderes mit eingebaut, nämlich ein UV-Licht. Also ultraviolettes Licht, welches den Großteil der Keime zerstört. Keime, Viren, Bakterien. Und nur als Beispiel, wo das eingesetzt wird, zum Beispiel in Deutschland. Wir haben ja mit das beste Trinkwasser der Welt. Ja? Und in Deutschland wird das Trinkwasser auch mit UV-Licht, das sehen wir es, keimfreies Wasser durch UV-Licht gereinigt. Also du siehst, das ist unglaublich effektiv. Da werden die Keime alle zerstört. Und wir wissen, dass wir in allen Städten Deutschlands, sagen wir in fast allen, Trinkwasserqualität haben, was aus der Leitung kommt. Ja. Und das auch dank des hohen Reinigungsaufwandes, unter anderem eben auch mit UV-Licht. Und das ist hier auch ebenfalls mit drin. Jetzt sehen wir gerade diese Autoabschaltung. Mhm. Der Nebel hat aufgehört. Das heißt, die eingestellte Luftfeuchtigkeit ist gemessen vom Hygrometer. Ah, okay. Und dementsprechend hört er auf. Wenn dies wieder zu trocken wird, dann fängt er automatisch wieder an. Oder ich stelle die Timer-Funktion ein. Ja, also das kann ich halt machen, wie ich will. Aber wichtig ist, dass ich etwas tue. Einmal die Luft reinige und dann auch wirklich aufs richtige Niveau anhebe mit der Luftfeuchtigkeit. Und nochmal aus Hausnummer, so 50% wäre der optimale Wert. Alles, was drüber liegt, das haben wir dann eher mal im Sommer. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. So ab 70% wird es dann mit Schimmelgefahr. Aber was drunter liegt, unter 50 und dann gar unter 40%, das ist für uns Menschen nicht gut. Krankheitsgefahr steigt, weil die Schleimhäute austrocknen und dann ist man viel, viel anfälliger. Man hat auch so ein leichtes Kratzen im Hals, das kennen Sie auch, trockene Lippen. Auch Kopfweh ist so eine Folge von zu trockener Luft, Konzentrationsschwierigkeiten. Und Sie können dem allem vorbeugen und sich einfach wohlfühlen. Das heißt, bei sich zu Hause ein Wohlfühlklima in Ihren 4 Wänden schaffen. Ja, zumal für 85,45 Euro investieren Sie ja in Ihre Gesundheit. Nicht nur die Luftfeuchtigkeit ist wichtig, natürlich haben wir auch hier wieder den Ionisator. Es ist ein wirklich tolles Gerät, was zu Ihrer Gesundheit beitragen kann. Und das wussten viele vielleicht auch noch nicht. Vielleicht haben Sie sich auch in diesem Jahr vorgenommen, gesünder zu ernähren, mehr Sport zu machen, mehr Wasser zu trinken, mehr Obst, mehr Gemüse. Und das ist eben das, was ich aktiv auch machen kann und was ich bisher auch wusste. Aber mit der Luft war ja immer schwierig. Ja? Wie sollte man die Luft reinigen mit einem Staubsauger? Das geht ja schwierig. Hiermit ist das möglich. Sieht natürlich auch noch super schick aus. Und jetzt für 85,45 Euro ein Wahnsinnspreis. Dieser Preis gilt allerdings nur jetzt und die nächsten 2 Stunden. Das heißt auch hier bitte schnell sein. Und Sie wissen ja auch, dass gerade in den Innenräumen, die sind bis zu 30% mehr mit Schadstoffen belastet als auf Straßen. Das musst du dir mal vorstellen. Es gibt so Werte, ne? Auch das müssen Sie sich nicht merken, warum die Indoor-Verschmutzung auch schlimmer ist. Da sind wir ja selber schuld. Auch im Schlafzimmer zum Beispiel morgens hat man oft so stickige Luft. Warum? Nochmal, weil wir ein- und ausatmen. Bei jedem Ausatmen kommen bis zu 4 Milligramm CO2 raus. Mhm. Ja? Und 20.000 Mal atmen wir am Tag. Und wenn ich jetzt eine Familie bin mit 2, 3, 4 Personen, dann kann man sich das mal hochrechnen, dass da allein nur durch unser Atem, was da für schlechte Luft entsteht. Und dann kommen natürlich noch die anderen Einflüsse, der Feinstaub, den wir überall haben, Formaldehyde aus Möbeln oder Ähnlichem. Ja, und das sagt ja nichts über die Qualität aus von den Möbeln. Also es gibt hochwertigste Ledersofas, die einfach noch
über 2-3 Jahre immer ganz schleichend Formaldehyd ausschütten. Ja. Oder Wandfarbe oder, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, bearbeitetes Holz. Ja, all das kann sein und ich kann mich damit eben schützen. Mit einem solchen Luftreiniger, nochmal Vierfachreiniger, Ionisator, dann haben wir HEPA-Filter, Aktivkohlefilter und UV-Filter und natürlich durch den Luftbefeuchter kann ich hier auf ein angenehmes Klima zurückgreifen bei mir in der Wohnung. Und es ist doch wirklich wichtig, ja, egal wie das Wetter draußen ist und wie die Luft draußen ist, dass ich mich zu Hause in meinen eigenen vier Wänden wohlfühle. Und da ist das hier, sind diese Geräte ein absoluter Garant dafür. Auf jeden Fall. Also wollen Sie weiterhin Schadstoffe einatmen und verschmutzte Luft? Oder wollen Sie sich endlich wieder wohlfühlen? Wollen Sie gute, saubere, frische, reine Luft einatmen? Ja, oder? Das will doch jeder. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie jetzt zugreifen und anrufen und bestellen. Denn nur dann sichern Sie sich natürlich nicht nur die TV-Sonderpreise, sondern dass wir die überhaupt noch haben. Die sind nämlich jetzt sehr, sehr stark nachgefragt, sehr beliebt. Gerade unsere Design-Highlights, schön fürs Wohnzimmer. Der kleine dann natürlich auch fürs Schlafzimmer oder fürs Büro kann man ideal mit hinnehmen. Und das sind wirklich tolle Geräte, die wir Ihnen jetzt hier zeigen, die zu Ihre Gesundheit beitragen können. Und was das alles noch mal im Einzelnen waren, das fassen wir für Sie noch einmal zusammen. Ja, also die Diagnose, damit fangen wir an, nämlich mit unserem Messgerät für Luftverschmutzung. Ich sage jetzt extra nicht Feinstaubmessgerät, obwohl das eine der Optionen ist, aber wir messen hier auch Formaldehyd, also das, was ich gerade erklärt habe, die Ausdünstung von Wänden, Möbeln, Holz oder dann natürlich auch die flüchtigen organischen Verbindungen. Ganz einfach anzuwenden, keine Folgekosten, das ist auch wichtig. Akku betrieben, einfach ans Ladegerät und dann kann ich messen und zwar mit genauesten Angaben und sogar mit Warnhinweisen, wenn einer der Werte mal überschritten werden sollte. Die Bestellnummer hier für unser Messgerät ist die NX1442 und die 569. Also es ist wirklich auch sehr einfach in der Handhabung. Man hat hier eben diese Messtabelle für die Grenzwerte, also sehr, sehr sicher auch beschrieben. Da braucht man nicht erst einen Fachmann kommen lassen, der dann das Gerät mitbringt. Was anderes macht er ja letztendlich auch nicht. 56,95 € kann man immer einsetzen. Man kann es auch mobil einsetzen im Akkubetrieb. Also wirklich ein tolles Gerät, um erstmal zu wissen, wie sieht es denn überhaupt in meinen eigenen vier Wänden aus. Und dann der nächste Schritt ist natürlich die Luftreinigung. Ja, unser Einstiegsmodell, wenn es um Luftreinigung geht, unser Zweifachreiniger. Einmal durch einen elektrostatischen Filter mit einem Permanentfilter, der hier eingebaut ist, und zum anderen mit einem Ionisator, der Anionen in der Luft verteilt, in Ihren Räumen, und damit Gerüche und auch Störfaktoren wie Milben, wie Pollen oder Bakterien hier zersetzt, also nicht übertüncht, sondern wirklich neutralisiert und tausendfach schon verkauft und tausendfach geliebt, weil man damit einfach bessere Luft in Räumen bis zu 100 Quadratmetern schafft. Das ist unser Bestseller. Also unser kleinstes Modell mit einer großen Wirkung und mit natürlich einem super winzigen Preis. Ja, Sie sehen es ja gerade eingeblendet, wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 50 €. Jetzt aktuell für Sie für 18,95 € mit der Bestellnummer NC5328 und der 569. Und zu guter Letzt unsere High-End-Modelle, die normalerweise für diesen Preis nicht verfügbar sind. Richtig. Also zum ersten Mal ein Luftbefeuchter, wir haben das vorhin gesehen, hier kommt über Ultraschall vernebelt, kommt Wasser heraus, ohne irgendwas feucht zu machen, sondern damit wird nur die Luftfeuchtigkeit auf ein gesundes Maß erhöht. Und das ist im Winter ganz, ganz wichtig. Zusätzlich, und das ist auch eine der Hauptfunktionen, wenn es um unsere Gesundheit geht, ein Dreifachreinigungssystem, HEPA-Filter, Aktivkohlefilter und Ionisator und auch noch schickes Design, das heißt, das darf man ruhig überall ins Wohnzimmer oder in ein anderes Zimmer stellen und hat dann eben ein gesundes und sauberes Raumklima. Und das gesunde, saubere Raumklima, das gibt es mit der Bestellnummer NX7894 und der 569. Und wie gesagt, der Tipp auch noch, wenn Sie erkältet sind oder nicht schlafen können, fügen Sie da noch ein paar Tröpfchen ätherische Öle hinzu. Das ist natürlich auch möglich. Und das kennt man ja auch so aus dem Spa-Bereich. Und unser zweites Modell, das ist mein Highlight, mein persönliches Highlight. Sie machen das, was die Industrie schon lange macht. Ihr Wasser bzw. Ihre Raumluft nicht nur sauber, sondern sogar keimfrei dank UV. Richtig.
Das ist die vierte Stufe. Hier also dieselben Reinigungsfaktoren, Ionisator, Aktivkohlefilter, HEPA-Filter und jetzt aber zusätzlich noch UV-Licht, was absolut keimfreien Bakterien freimacht. Das heißt, hier wirklich eine saubere Luft schafft. Natürlich ist das auch ein Luftbefeuchter, den ich hier sogar in 6 Stufen einstellen kann, wie stark ich hier das machen will. Ich habe einen eingebauten Hygrometer, das heißt, ich sehe auch immer auf dem Display Luftfeuchtigkeit im Raum. Und ich habe auch noch einen Timer mit drin, mit dem ich die Laufzeit einstellen kann, wie lange er doch noch laufen soll. Zum Beispiel, wenn man schon ins Bett geht und dann das im Schlafzimmer verwendet, was ja auch geht, ja, dann stellt man es einfach nochmal auf 1-2 Stunden. Das reicht dann aus, um eine angenehme Klimazone, sage ich jetzt mal, bei Ihnen zu Hause zu schaffen. Also das ist mit Sicherheit hier unser Bestseller hier, ja. Der normalerweise um die 200 Euro kostet. Das kostenvergleichbare Geräte hier bei uns zum TV-Sonderpreis. NX7893 und die 569 ist hier für die Bestellnummer. Und Sie sollten jetzt wirklich schnell sein, weil jetzt ist das neue Jahr jetzt angebrochen, ja, und jetzt hat man so viele neue Vorsätze und damit kann man etwas tun, ja, und das ist gar nicht schwer. Sie müssen nur anrufen und das ist die Telefonnummer ist die 0180 51 51 und dreimal die 2 und ab sofort atmen Sie endlich wieder saubere, frische, gereinigte und gut befeuchtete Luft ein und das trägt zu Ihrer Gesundheit bei. Viel Spaß damit.